So, jetzt habe ich wie viele Punkte? Jetzt kann ich das nicht mehr machen, ne? Shit, ich will das nochmal machen. Ach, leck mich doch. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Ach Mann, ey. Okay, 17 Punkte, das heißt... Ich muss nur einmal saufen. Warte, ich muss einmal saufen hier. Wo war das? Ja, einmal saufen und einmal das Rennen gewinnen. Habe ich wieder 40 Punkte. Ich will es nochmal jetzt versuchen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht so schwer sein, Mann. Ich stelle mich total bescheuert an. Ich will mal wissen, was passiert, ey. Das gibt's doch nicht. So, und? Wer gewinnt? Steht da eine Sprinter? Wie sieht's aus? Nee. Nächsten Rennen vielleicht. Ja. Du. Ich mache hier nochmal in der Zeit. Los, dran da. Hä? Was? Sprinter, beweg dich! Ach, shit, ey. Schlecht gewinnen, ne? Jetzt komm! Klar! So, den Reptilien-Typen. Was? Jawohl! Gewinnt die Katze, ey, das gibt's doch nicht. Oh. So wird das nix. So, klar, und jetzt nochmal der Reptilientyp. Das gibt's doch nicht. Och, das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe kämpfen. Das bringt, glaube ich, mehr. Ja, komm. Kämpfe. Wie hat er denn? Wo sehe ich das denn? Okay. Ja, nochmal. So, wir müssen nochmal kämpfen. Ey. Geh nochmal rein. Hallo. Come on. Aurawirbel. Was kommt denn jetzt? Holy shit. Hä? Ach so, einer ist das. Oh, was cool. Krasse Sache. Was? Was will denn damit machen? So. Du bist verstanden? Oh, 15 Punkte, okay.
Verdammt stark, wir haben es geschafft. So. La 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 la. So. So, jetzt habe ich das ja gerade eingestellt. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Ja, 40. X ist Lachen. Ach so. Sekunde mal. Ach, das ist jetzt ja alles andersrum. Also, A, B, X, Y. Rechter Arm, erschrecken. Lachen, linker Arm. Rechter Arm, linker Arm. Lachen, erschrecken. Rechter, rechts, links. Okay. Kann ich auch. Okay, so viel dazu. Okay. Bitte. Nein! Oh fuck! Ah, das ist ja gemein! Ach ja, leck mich doch. Das ist gemein. Wenn es nicht soll sein, dann lass was halt. Arschlecken. Was haben wir hier? La 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 la. In den Wäldern westlich von hier soll es früher mal ein Kloster gegeben haben. Ich frage mich, was wohl draus geworden ist. Eine Herberge. Warst du schon auf der Jahrhundertfeier? Na klar. Ziemlich beeindruckend, nicht? Wo man hinschaut, Köstlichkeiten und Händler in Hülle und Fülle. So muss ein Fest gefeiert werden. Eine Übernachtung kostet 10. Soll ich den Kind? Nein, jetzt nicht. Und du? Ja, willkommen. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Ihr seht beschäftigt aus. Manchmal tut es gut, zwischendurch etwas zu entspannen. Hoffentlich endet meine Schicht bald. Ich möchte so schnell wie möglich zum Fest. Wer bist du? Wärst du freundlich, einen armen Pianisten ein Getränk zu spendieren? Ja. Danke dafür. Danke dafür, hast du ein Ständchen verdient? Ach, super. Wer bist du? Erinnerst du dich an das Erdbeben neulich? Nein. Hast du ein ziemlich dickes Fell, was? Na, auch egal. Nochmal. Ja. In letzter Zeit gibt es viel zu viele davon, wenn du mich fragst. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Ich muss mal rausfinden, wie man diese scheiß Dinger öffnet. Rathaus. Was denn hier los? Hallo, zum ersten Mal hier. Ich kann übrigens eines über dieses Haus berichtigen. Bin ganz Ohr. Unser Bürgermeister hat was übrig für Abenteurer. Neulingen hilft er gerne mit Tipps und Tricks beim Einstieg. Die Schatztruhe. Aber warte mal, die Schatztruhe hat dir extra für Lotte aufstellen lassen, also bediene dich einfach. Ach so, ich dachte, die sagt mir jetzt was zu den anderen Truhen. Wer bist du denn? Mit den Richtungstasten kannst du rennen. Wenn du gehen möchtest, zeige ich dir das gleich. Dann drücke B. Was? Ach so, rennen und. Ach so. Ach so, gehe ich. Im Aktionsmenü kannst du die Tasten für Bewegungsarten gehen und rennen wechseln. Okay. Das ist hier ein Tutorial oder was? Ich bin Spezialist für Waffenrüstung. Eine kleine Einführung vielleicht? Na klar. Es gibt zahlreiche Arten von Waffen. Seien es Schwerter, Bogen, Feuerwaffen. Allerdings kann ich auch. Allerdings kann nicht jeder jede Waffe benutzen, sondern nur solche, die seinen Fähigkeiten entsprechen.
Schützen kannst du dich mit Helm, Rüstung, Accessoires. Und doch hier gilt wieder jedem, was ihm liegt. Vier Accessoires wohnen übrigens besondere Kräfte inne. Man sollte sie also stets mit Bedacht auswählen. Okay, je höher deine Attacke, desto mehr Schaden richtet dein Schwert an. Mit Pistolen und Bogen verhält es sich jedoch etwas anders. Bei Vorwachen bestimmt nämlich deine Präzision die Schadenkraft des Angriffs. Okay. Heiltrank. Soll ich dir einen Kurzbefehl für dein Menü erklären? Na klar. In den einzelnen Untermenü gelangst du mit X. Untermenü wählst du mit den Richtungstasten raus. Okay. Aha, eine Auswahl besteht durch Drücken des von A. Jawohl. Zurück zum vorherigen Bildschirm gelangst du durch das Drücken von B. Schließlich kannst du Menü mit X. Super. Gut, dann testen wir das mal hier. Was? Wenn du den Ausdruckschattencharakter wechseln oder die Itemkategorie ändern möchtest, kannst du mit LB, RB navigieren, okay? Also, und ich jetzt hier Ausrüstung. Ah, ja, okay. LBRB. Sehr schön. Da komme ich raus. Das ist gut. Zelte sind auf Reisen äußerst nützlich. Kennst du dich damit aus? Ja, jetzt ja. Aber du kannst mir trotzdem nochmal sagen. Zelte können an Speicherpunkten und auf der Oberwelt aufgeschlagen werden, um TP und MP komplett zu generieren. Jeder Abenteurer soll stets ein paar im Gepäck haben. Ja, ich weiß. Das Dialogfenster kannst du durch Y an oder um. Ja, kann ich, weiß ich, habe ich festgestellt. Bei der Rat kannst du dich ruhig etwas bewegen. Bei einer bestimmten Entfernung kannst du den Gesprächspartner allerdings nicht verstehen. Ja, okay. Ja, klicken jetzt das Speichern. Hallo. Über die Welt verstreut gibt es Orte, an denen das Gedächtnis der Zeit besonders tief verwurzelt. Wie gefährlich die Umgebung auch sein mag, dort kann man den Fortschritt eines Abenteuers speichern. Dies ist bloß ein Trachtbild. Solltest du jedoch ein Original finden, rate ich dir, deinen Fortschritt zu speichern. Praktischerweise tauchen diese Dinge an gefährlichen Orten besonders häufig auf. Na, was kann denn das sein? Und noch was. Auf der Oberwelt kannst du überall an jeder Zeit speichern. Denk dran. Okay. Dann geh ich mal... Lass mich doch mal... Ja, lass mich mal zum Bürgermeister. Huh! Ich kann dir alles über die Reichweite von Fertigkeiten erklären. Interessiert? Na klar. Wow, deine Fertigkeiten haben im Kampf unterschiedliche Reichweiten. Einige wirken auf das direkte Ziel und Gegner in dessen Umgebung. Wenn du zum Beispiel diese kleinen Ungeheuer anvisierst, trifft dein Angriff auch benachbarte Monster, weil es sich innerhalb der Reichweite der Fertigkeit befindet. Ziehst du das Monster in der Mitte? Kannst du sogar allen drei gleichzeitig Schaden zufügen. Okay. Das habe ich schon gerafft. Weiterhin gibt es Fertigkeiten, die alle Gegner auf einer Linie treffen. So, und das in zwei Varianten. Hier ist die erste. Ja, diese sollten alle Gegner in einer Geraden. Okay. Und die zweite Variante? Hä? Okay. Habe ich verstanden. Aha, das gibt's auch noch. Alle Gegner an der horizontalen Linie, okay. Gut, auch noch eine Variante. Oh, meine Fresse. Ja, habe ich verstanden.
Was erzählst du mir? Grundlage der Kampfbefehle. Ja, zeig mal. Angriff, Fertigkeit, Gegenstand. Ach Gott, das habe ich doch. Ja. Ja. Mit AB kann ich zwischen den wechseln. Kommandos wählst du durch A. Ja. Autokampf. Was? Wenn du X drückst, kannst du in den Autokampf wechseln, bei dem du nur wiederholt Angriff ausführst. Ach so. Okay, das muss ich mal probieren. Wenn du dich für einen Charakter entschieden hast, bestätige deine Auswahl. Ja, 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 ja. Okay, Autokampf wusste ich noch nicht, das ist gut. Zustandsveränderung heißt das. Oh mein Gott, ZV. Ja, erzähl mal. Eine Maus belegen ihre Feinde durch einen Angriff mit verschiedenen negativen Effekten. Ja, alles klar. Das habe ich ja schon geschafft. Toxin. Deine TP sinken kontinuierlich. Auch deine Attacke wird schwächer. Ach, das war das. Das hatte ich schon mal. Du wirst langsam wirst. Was? So sieht das aus? Länger für deinen nächsten Angriff? Schlaf. Okay, konfus. In dem Zustand bist du nicht Herr über dich selbst. Du hast eventuell deinen Verbündeten an. Oh, das ist aber schlecht. Blind. Gibt's auch. Was gibt's denn noch? Amnesie. Du kannst keine Fähigkeiten mehr ausführen. Eieiei. Paralysiert. Okay. Das ist mir schon klar. Das ist mit dem Allheilmittel, ja, habe ich schon. Habe ich schon verstanden. Was mehr hören? Was soll ich denn noch hören? Wenn deine TP auf 0 sinken, gehst du K.O. Gegenstände wie Athens Träume bringen dich zwar wieder auf die Beine, aber das funktioniert natürlich nur, wenn du noch einer deiner Gefährten bei Bewusstsein ist. Ah ja, klar. Ist schon klar. Ja, so kann ich. Ach, so kann ich jetzt. Ja, stimmt. LBRB, da kann ich fliehen. Ja, gut zu wissen. Ja. Ja, deine Abwehr entscheidet, wie viel Schaden die physischen Angriffe so fügen. Ja, ja, ist klar. Aha, ist der Wert auf 40, werden Gegnerschutzzauber um 40% geschwächt. Erscheint halt einer Zahl ein Stern neben dem Symbol. Hast du den Zugehörigen-Statuswert maximal gesteigert? Echt? Habe ich aber noch nicht irgendwo. Sehe ich das irgendwo? Whatever. So, und jetzt noch ihn hier. Ein unermesslicher Wissensschatz. In dir liegt großes Potenzial. Im Verlauf deiner Kämpfe wirst du dir sicher die ein oder andere Fertigkeit aneignen. Fertigkeiten sind spezielle Kampftechniken, die du mit deinen Waffen ausführen kannst. Um sie zu meistern, brauchst du regelmäßiges Training. Übe dich also am besten täglich. Wow. Und jetzt gehe ich mal. Lass mich mal durch da. Hohoho, du steckst ja voller Tatendrang. Das will ich gerne unterstützen. Vielleicht hilft dir dabei, deine Ausrüstung auf Vordermann zu bringen. Das ist schön. Nein, gerade nicht. Ich will hier. 100 Gold, okay. Achso. Ja, das kenne ich ja schon. Okay. Wow, alles klar, gut. Wir haben da endlich mal vorher reingehen können ins Rathaus. Hier in dem Wohnhaus war ich, glaube ich, schon. Ist das. Oder? Hehe, man ist nicht so alt zum Sammeln von Silberpunkten. Ja, mach doch. Ich glaube, ich war nie glücklicher in meinem Leben. Okay. Ich gehe nochmal zum Krämer. Was hat er denn noch?
Was hat er denn hier? Hallo? Elaine? Ist sicher auch heute wieder ein Ampir. Wohin dieser Fritz wohl verschwunden ist? Was? Oh, guten Tag, was darf's denn sein? Was, Elaine? Alles klar? Eisenarmbrust? Kaufe ich dir. Bringt mir nichts, hab ich schon. Protektorkleid hole ich ihr. Allheilmittel. So. Ausrüsten. So, das sieht schon mal besser aus jetzt hier bei ihr, ne? Wir beehren dich bald wieder. Wir gehen mal eben zum Pier. Was ist hier los? Kein Schudel? Elaine, seit mein geliebter Fritz auf Reisen gegangen ist, hat ihn niemand mehr gesehen. Ach, geh mir doch nur zurück zu mir. Ich wäre wunschlos glücklich. Ja, mal gucken, wir können dir vielleicht helfen. An der Küste taucht manchmal ein seltsamer Strudel auf. Weißt du, was das damit auf sich hat? Nein. Das ist der Fährmann. Ich will jetzt noch nicht weg. Wir gehen erstmal zum Schloss. La. Wir können auch mal nach da unten. Wir können an so viele Orte. Ach so. Luca. Hey. Ein humanoider Roboter mit perfekter Balance in Miniaturform zu bauen ist schwieriger als ich dachte. Oh, hallo Leta. Wolltest du nicht die Prinzessin aufs Schloss bringen? Ach so, ja, okay. Mach ich doch. Ich speichere mal. So, die Heimkehr. So, bevor wir die Heimkehr antreten, mache ich aber, glaube ich, nochmal ein Päuschen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich mache ein Päuschen. Muss mal eben meine Stimme ölen. So. Gut. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, das Spiel. Vor allen Dingen, da ich es noch nie gespielt habe, ist es mal wieder was anderes. Also, Secret of Mana macht natürlich auch viel Spaß, aber da kenne ich natürlich alles schon. Es ist natürlich nicht so spannend wie das jetzt hier. Komisch, dass ich das damals nicht gespielt habe. Naja, egal. Ich hoffe, es macht Spaß beim Zusehen und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tschüss.